entspannt in einem Bierbottichbad liegen und die Vorzüge von außen und innen genießen. Oder doch bei minus 110 Grad den Stress in der Kältekammer schockgefrieren. Oder der klassische Saunagang. Wellness kann vieles bedeuten. Wellnesshotel darf sich jedes Hotel nennen. Wellness ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jedes Hotel, das eine Sauna im Keller hat, kann sich Wellnesshotel nennen. Ich denke, das ist nicht seriös. Ich denke, jeder Hotelier ist gut beraten, mit den tatsächlichen Facts auch die Themen so anzusprechen, wie sie im Hotel vorhanden sind. Alles andere ist Schönrederei gegenüber dem Kunden und das ist nicht, glaube ich, nicht ganz seriös. Bei unserer Suche im Internet finden wir so auf diversen Hotelportalen viele Bewertungen sogenannter Wellnesshotels, die nicht halten, was sie versprechen. Und teilweise sogar noch viel weniger. Das zeigen auch die Erfahrungen von Eva-Maria Moser-Werner, die seit 15 Jahren mit ihrem Relax-Guide alle Hotels, die sich Wellnesshotels nennen, untersucht und solche erschreckenden Erfahrungen gemacht hat. So sieht es teilweise in sogenannten Wellnesshotels in Deutschland aus. Hier sollen sich eigentlich Gäste erholen und entspannen. Wir haben in Deutschland 1400 Wellness-Hotels, die alle getestet werden. Von diesen 1400 Hotels haben nur 290 Hotels wirklich Qualität zu bieten. Das heißt, 75% circa haben keine Qualität. Ein Kritikpunkt von Moser und ihren Kollegen, 70% der Pools in deutschen Wellness-Hotels sind nicht sauber. Eine erschreckende Zahl. Doch es gibt auch positive Ausnahmen. 20 Punkte sind die Höchstpunktzahl, die ein Hotel erreichen kann. Ab 13 gibt es eine Lilie. Die Besten bekommen 4 Lilien. Wir testen das Gesamtprodukthotel. Nicht nur den Spa, sondern vom Check-in bis zum Check-out alles, was der Gast genießt. 17 Punkte und damit 3 Lilien gab es für das Tegernsee in Tegernsee am Tegernsee. Hier ist der Name Programm. Die Aussicht auf den See ist überall im Hotel eigentlich immer präsent. Das Tegernsee hat 3 Lilien aufgrund der Lage, aufgrund des Essens, aufgrund der Mitarbeiter. Es ist wirklich sehr, sehr schön und sehr gut zu empfehlen. 2 negative Punkte sind hier, das Spa ist öffentlich zugänglich, gerade am Wochenende. Das heißt, hier kann man mit überfüllten Spa rechnen und natürlich auch die Seminare und Veranstaltungen, die hier stattfinden, wobei sie den Wellness-Suchenden nicht so stören, weil sie separat durchgeführt werden. Unsere Testerin Angelique schaut sich den Wellnessbereich für uns ganz genau an. Denn nicht nur ihre Anforderungen, auch die der anderen Gäste an ein modernes Wellnesshotel sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Deshalb wurde zum Beispiel im Tegernsee vor kurzem alles umgebaut. Für den anspruchsvollen Hotelgast ist Thema Wellness ein Thema, was nicht mehr wegzudenken ist. Und daher glaube ich, wird es mehr und mehr ein Thema sein, was nachgefragt wird, was ausgebaut wird und was auch weiterhin die Zukunft innerhalb der Hotellerie bestimmen wird. Die Höchstpunktzahl gab es in diesem Jahr nur für 2 Hotels in Deutschland. Einmal für das Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe und für das Kranzbach bei Garmisch-Partenkirchen, Deutschlands aktuell beste Wellnesshotels. Das Kranzbach mit einem alten Stammhaus, das auch renoviert und in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut wurde, ohne den Charme im alten Bereich zu verlieren. Preis ab 130 Euro pro Nacht und Person aufwärts. Das Kranzbach ist eines der 2 Top-Hotels in ganz Deutschland. Das Kranzbach hat deshalb so viele Punkte, weil es eine wirklich exklusive Lage hat. Eine ganz klare Positionierung als Wellness-Hotel, das heißt kaum Seminare. Das Kranzbach ist das einzige Hotel weltweit, das mehr Liegen als Betten hat. Zum Vergleich, im Durchschnitt gibt es deutschlandweit eine Liege für 45 Gäste. Als unsere Testerin Angelique dort vorbeischaut, kann sie noch inmitten der morgendlichen Nebelschwaden schwimmen und die Ruhe mit Blick auf die Zugspitze genießen. Bleibt für uns nur noch die Frage, wie finde ich ein richtig gutes Wellnesshotel?
Damit Sie sicher gehen, ob das Wellness-Hotel auch Ihren Wünschen entspricht, ist es wichtig zu wissen, wo das Hotel liegt. Schauen Sie im Internet nach unter Google Maps, ob das Hotel eine gute, ruhige Lage hat, nicht an einer Bundesstraße oder an der Bahn. Fragen Sie an der Rezeption, ob zu diesem Datum auch ein Event stattfindet oder eine Hochzeit. Denn das sollte nämlich nicht der Fall sein. Das könnte wirklich eine Lärmbelästigung sein. So können auch Sie dann Ihren Urlaub richtig genießen.